Heute zeige ich euch, wie ihr aus einer handelsüblichen Windel, einer Babywindel, in diesem Fall einer Pampers Baby Dry, eine Atemschutzmaske bastelt. Hier im Video habe ich also eine Höschenwindel in der Größe 6 und schneide rechts und links jeweils von dem Auslaufschutz erst einmal Schnitte. Anschließend schneide ich das Ganze vorne und hinten auch noch einmal ab. Ihr müsst euch das dann vorstellen wie eine Pampers ohne Boden. Hierbei ist es dann wichtig, gerade im vorderen Bereich an dieser gekennzeichneten Wasserlinie entlang zu schneiden. Das zeige ich euch gleich im Folgenden noch einmal. Hier aber schon einmal die fast fertige Atemschutzmaske. Beim ersten Schneiden hatte ich ein wenig zu wenig geschnitten, also ihr müsst genau an dieser Wasserlinie entlang schneiden. Deswegen habe ich hier auch noch ein kleines Stück auf dem Tisch liegen. Im Wesentlichen muss eigentlich fast alles, was sich immer vollsaugt, dann in der Windel ausgeschnitten werden. Nur vorne bitte noch ab der Wasserlinie dann stehen lassen. Und so sieht dann die fertige, selbstgemachte Pampers Atemschutzmaske aus. Sie sitzt relativ perfekt, man kann sich damit bewegen und naja, besser als gar nichts. Und noch besser ist, bleibt einfach zu Hause. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.